Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauer, zu Hamsterhausen, glorreichem Hamsterhausen, einer belebten Stadt. Wir haben die Wikinger zurückgeschlagen, wir haben die Drachen zurückgeschlagen. Nichts kann uns mehr etwas anhaben. Absolut nichts. Ja, und deswegen bauen wir Hamsterhausen hier drüben jetzt mal aus. Denn wir bauen... Oh. Ich glaube, ich habe den Eingang falsch platziert. Naja, die werden sich schon irgendwie durch den Mauerteil quetschen können. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich und... Ja, das wird schon gehen. Okay. Die Bewohner brauchen Holzkohle für ihr Haus. Ja, praktischerweise können wir unsere Stadt jetzt irgendwo hier in diese andere Richtung weiterbauen. Und dort noch ein paar weitere Holzfäller hin... Oh. Holzfäller hinsetzen, denke ich. Machen wir das Ganze mal. Feld. Wir bauen hier eine Straße durch. Und da platzieren wir dann so viele Holzfäller hier hinten, wie nur geht. Wir haben ja, glaube ich, mehr als genug Leute, die momentan arbeiten können. Ausgezeichnet. Arbeitet. Arbeit, Arbeit. Wie wir das aus Warcraft... Teil, was weiß ich, kennen. Der gute alte Teil, was weiß ich. Mehr Häuser, mehr Gebäude, mehr alles. Hamsterhausen wird bald explodieren. So, und wo kommt das hier hin? Hm. Hier hin? Hm, das ist nicht so optimal. Vielleicht irgendwo hier an die Seite. Kommt zwar keiner so richtig hin. Hm. So. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ja. Oh, hier geht's gar nicht. Ach, zu weit von der Straße entfernt. Also sowas aber auch. Ja gut, bauen wir mal eine Alibi... Oh, bauen wir eine Alibi-Straße. Hier will ich eigentlich nicht wirklich was durchbauen. Das fülle ich nachher alles mit Häusern, aber für jetzt lasse ich es mal so. Gut, Taverne. So. Dann sollten alle glücklich sein. Bam. Okay, hier wollte ich noch einen Köhler hinsetzen. Und noch ein Pier und alles Mögliche. So. Fällen. Dann kommt dann hier ein Köhler drauf. Der kann alle versorgen. Sehr gut, weiter geht's. Und die Bäckereien werden hoffentlich auch... Oh, 40 untätige Bauern. Ja, das geht ja eigentlich fast nicht. Da müssen wir was machen. Da müssen wir was machen. Wir haben haufenweise Stein, wir haben haufenweise alles Mögliche. Wir können hier so ein paar Bogenschützentürme hinbauen. Ja, was Spaß. Na, Ballisten sind cooler. So, hier nochmal ein, hier nochmal ein. Da ist die Seite schon mal ein bisschen geschützt. Ah, die Bauern haben bereits fleißig gewerkelt. Und in überraschend hoher Geschwindigkeit die Bäume gefällt. Sehr schön, das Ganze mit anzusehen. Wir sind positiv, was unsere Entwicklung angeht. Und sollen wir hier so ein paar Piere bauen, damit wir unsere Stadt ein bisschen erweitern können. Na, das machen wir vielleicht irgendwann später. So. Passt. Okay, dann bauen wir Hamsterhausen hier in diese Richtung weiter aus. Wir haben momentan... Eisen. Eisen wird langsam, aber sicher knapp. Und damit wir mehr Eisen bekommen, sollten wir hier diese Eisenmine ausnutzen. Um das zu machen, entfernen wir erstmal diesen Felsen hier. Und wir bauen hier so ein bisschen mehr. So, hier bauen wir noch ein paar Piers hin. Kosten zwar eine ganze Menge Stein. Ja, kriegen die Dorfbewohner. Ups. Ups. Kriegen die Dorfbewohner ein bisschen nasse Füße. Aber das macht nichts. Das sind die gewöhnt. Die freuen sich über nasse Füße. Baut schnell euren Stein ab. Wie geht's euch eigentlich? Zufriedenheit? Nicht jeder hat Zugang zu einer Kirche oder Bibliothek. Ah, okay. Ihr wollt auch noch eine Kirche hier hinten haben oder eine Bibliothek, damit es euch gut geht.
Einzugsbereich ist ja nicht so beeindruckend von dem Ding. Kann man es natürlich mal wieder niemandem recht machen. Leute, 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 unglaublich. Was ist mit der Kirche? Hat die eine höhere Reichweite? Wenn nicht genug Stein. Sammelt Stein, Leute. Wir brauchen Stein für unsere nächste Kirche. Na, ich frage mich, wen sie anbeten, diese Dorfbewohner. Und das hat eine Menge Platz. Einen sehr großen Einzugsradius. Oh, ja, das sieht gut aus. Hier können wir es hinsetzen und erreichen alles. Sehr schön. Perfekt. Brunnen sind auch da, um uns zu retten. Ihr seid dann auch wahrscheinlich glücklich. Sehr gut. Setzen wir hier mal noch ein Lager hin, direkt vor die Türe. Und da gibt es eigentlich schon ein riesiges Holzlager. In dem wir alles lagern. Hier können wir von mir aus noch irgendwo einen Nahrungsmittelspeicher anbringen. 9 Leitbrot, 8 Leitbrot sind bereit abgeholt zu werden. Gut, plus 45 Essen, das sieht soweit gut aus. Was gibt's hier? Keine Kirche oder Bibliothek. Ja, okay, die anderen sagen mal wieder nichts. Das sind schweigsame Gesellen und hier ist nichts abgebrannt in letzter Zeit. Und wenn nichts, oh, da ist ja auch nochmal eine... Da ist ja auch nochmal eine Eisenmine. Die wollen wir natürlich in Kürze für uns gewinnen. Ja, den... Oh, reißen wir mal hier ein bisschen was ab. Wir bauen lieber hier auf der Seite ein bisschen weiter. So. Und bauen uns dann hier aus. In die Richtung. Wenn die Wikinger versuchen hier durchzukommen, sollen sie es von mir aus versuchen. Wir kriegen hier einiges ab von. 1, 2, 3, 4, 5 Geschützen. Da werden sie gar keine Chance haben. Okay, also weit so gut. Hier werden wir uns überall ausbreiten. Deswegen, das fällen wir jetzt alles. Fällt einfach alles, Leute. Wir brauchen diesen Wald nicht. Nein. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen schnelleren Befehl, ohne dass ich die ganze Zeit alles anklicken muss. Weiß ich nicht. Naja. Ist auch egal. So, die Holzfäller sind alle beschäftigt. Sieh sich so einfach mehr Sachen produzieren, die mehr Gebäude aufstellen, die mehr Holz verbrauchen. Was braucht der denn? Er verbraucht ein Holzkohle und ein Eisen. Hier haben wir schon Eisen. Was gut ist. Hier wollen wir noch mehr Eisen haben. Müssen wir das hier auch abreißen, um das in unser Reich mit aufzunehmen, diesen Teil hier. Wenn diese Dorfbewohner ein bisschen schneller arbeiten würden. Oh, da müssen sie ein bisschen außen rum. Ja, ist nicht so optimal. Na. Aber für jetzt ist es gerade, glaube ich, in Ordnung. Oh, so viele untätige Leute. Ja, Leute, oh nein, ein Feuer. Oh nein, okay, es kommen schon Millionen Dorfbewohner, die das Feuer löschen wollen. Kommt. Oh. Wer hätte gedacht, dass seine Schmiede Feuer fangen kann? Ah, der Weg dorthin ist schon echt ein bisschen lang. Vielleicht können wir da was machen. Um den Weg etwas kürzer zu gestalten, zum Beispiel hier. Habt ihr es ein bisschen kürzer? Bis zum Wasser. Hier hinten ist, glaube ich, nichts angezündet. Was gut ist, hier sind die Piere gleich fertig. Eine furchtbare Seuche zieht über unser Land. Ich sehe schon. Wir brauchen auch auf der anderen Seite noch ein Krankenhaus. Wo stellen wir das hin? Das können wir ruhig ein bisschen separat aufstellen. Und die Straße brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Oder? Hier habe ich eigentlich Lust, einen Turm reinzustellen. Das sieht so tormäßig aus.
Nein. Steinmauer. So. Okay, das ist hier jetzt ziemlich fertig. Stab aus altersbedingten Gründen. Macht nichts. Aus altersbedingten Gründen dürft ihr still. Den Leuten geht's nicht so gut. Ich habe das Gefühl, wir werden auf jeden Fall ein weiteres Krankenhaus brauchen. Die Frage ist, wo stellen wir es hin? Das eine ist hier. Wo pflacken wir das andere hin? Wir können es hier hinstellen. Ich denke, das ist okay. Aber da ist keine Straße, weil ich die Straße abgerissen habe, ich Depp. So. Krankenhaus. So, und diesmal lasse ich euch sogar rauslaufen. Bei Bedarf könnt ihr aus dem Krankenhaus heraus. Das ist doch schon was, ich meine. Den Vorteil hatten vor euch nicht so viele Leute. Ach, ich wünschte, ob es hier einen Hotkey gibt, die Bäume zu fällen, das wäre gut. Ihr müsst nicht so viel klicken. Fällt den ganzen Spaß. Wir haben ja zum Glück haufenweise Dorfbewohner, die nichts anderes machen wollen, außer den lieben langen Tag Bäume fällen. Fällt. Und so erhöhen wir auch unsere Holzreserven, was auch okay ist. Meine Güte, gnadenlose wilde Rodung von allem. Ist ja fast schon traurig. Aber nur fast. So. Dann können wir hier... Wohl, nee. Wo stellen wir die Eisenminen hin? Vielleicht auch lieber dort? Oh. Das Ding können wir einreißen und dann haben wir bereits zwei weitere Eisenminen. Eins und zwei. Sehr gut. Ja, die haben da einen recht langen Weg, glaube ich, zum... Was ist das? Hier wird Stein und Eisen und alles gelagert. Ja, ach, der Weg ist jetzt nicht so übermäßig weit. Was gibt's hier? Die Leute sind unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Naja, die bauen jetzt mal die Kirche fertig. Und dann wird's euch schon besser gehen. So. Dann bauen wir hier noch einen... Wo ist der Steinbruch? Hier ist der Steinbruch. So. Und die Steine könnt ihr dann... wo lasse ich die Steine lagern? Vielleicht mache ich hier noch ein weiteres Tor hin. Ja. Zu weit von der Straße weg. Immer das Gleiche. So. Tor. Jetzt sieht es auch schon alles viel mehr aus wie... Naja. Wie so eine richtige Burg. Und das hat auch was. So, dann brauchen wir noch ein neues Lager. Nochmal ein kleines. Warum ist da kein so Riesenlager? Stell mal hier hin. Na, beziehungsweise ein kleines Lager ist halt schon doof. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Sein, wir stellen es irgendwo hier außen hin. Können es hier hinstellen. Da ist der Weg zwar recht lang, den sie zu gehen haben zum Lager. Und die Wikinger können es anzünden, was auch nicht optimal ist. Aber okay. Das ist in Ordnung. Gut. Nahrungsmittel plus 26. Holz bis zum Abwinken. Werkzeuge haben wir genug. Schmiede brauchen wir gerade keine.
Unsere Bewohner sind verzweifelt. Ein Einwohner hat unsere Stadt verlassen. Was ist mit euch? Ihr seid nicht glücklich, weil ihr habt keinen Zugang zu einer Taverne. Was habt ihr sonst nicht? Kirche habt ihr? Stadtplatz habt ihr? Bibliothek habt ihr? Ihr habt keine Taverne und das gefällt euch nicht. Ist das alles? Kann ich alles sagen, oder? Doch. Ihr seid angepisst, weil ihr keine Taverne habt. Ihr Verwöhnten. Ihr verwöhnten Kerle. Unglaublich. Naja, so lange sie ziehen ja gerade nicht aus, deswegen alles in Ordnung. Die wollen noch ihre Kirche haben. Und wisst ihr was? Vielleicht wollt ihr keine Taverne. Vielleicht wollt ihr einfach Lord Levi. Wir vertrauen Fick. Machen wir doch eine nette, hübsche Dame irgendwo hin. Ich glaube, das ist doch viel besser für eure Laune, oder? Ja. Stellen wir irgendwo hier hin. So, könnt ihr euch dann angucken und könnt ihr euch freuen, dass da so eine Riesendame steht. Weil das findet ihr scheinbar cool. So. Und wer Glück hat, darf da sogar wohnen. Oh. Dann werden die so unglaublich glücklich sein, dass es knallt. Oh, wir müssen noch mehr Bäume fällen. Fällt, 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 fällt alles. Ach ja. Vielleicht gibt es hier einen Hotkey dafür. Wer weiß. Wenigstens haben die Dorfbewohner was zu tun. Ich nenne es mal Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So. Oh. Gutshof durch Feuer zerstört? Dabei ist der Brunnen direkt nebenan. Nicht zu glauben. Der Feuerteufel hat mal wieder zugeschlagen. Nun gut. Ah, der Brunnen ist so nah, es hat trotzdem nichts gebracht. Irgendwie ist die Nahrungsversorgung doch ein bisschen negativ. Also 633, weiß gar nicht, was da los ist. Okay, hier wird jetzt weitergebaut. Hier brauchen wir das Ding so schnell wie möglich. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ich will das hier noch fertig kriegen. Genau, die bringen gleich das Holz hier rüber. Dass sie fällen, das ist sehr praktisch. Nicht wie bei den Siedlern, wo es so eine Sache wie ein Sägewerk gibt, in das das Holz erstmal gebracht wird. Damit die da raus. Naja. Holz machen, dass die benutzen können. Das ist hier nicht notwendig. Das ist hier überhaupt nicht notwendig. Die reißen hier, die ziehen ja einfach alles auf. Völlig egal. Kommt alles aus direkten, einfach nur aus Bäumen produziert. Oder die Holzfäller sind so geschickt, dass sie das Holz direkt so zerhackseln, dass man es zum Bauen benutzen kann. Ziemlich beeindruckend. Jeder ist ein Meister. So. Warten wir noch, bis das Lager fertig ist. Noch 10 Holz haben wir gleich. Ah, wilde Rodung. Klick, klick, klick. Und noch 6 Stück. Da kommt nochmal ein Holz. 4. Was lassen wir dann da einlagern? Da
3, 2 und der letzte kommt jetzt. Perfekt. Wir lagern da Stein und Holz und von mir aus auch noch Kohle. Den anderen Kram. Vielleicht noch Werkzeug. Welches von den Sachen ist Werkzeug? Werkzeug, das sind diese Dinger da. Ja gut, Werkzeuge dürfte ich auch noch hier hin packen. Gut. Okay. Ich würde mal sagen... Oh. 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 Großmeister. Fragt sich, ob Geister existieren. Die bringen das jetzt alles zum Markt, diese fleißigen Gesellen, und füllen es auf mit Nahrung. Wie nett von ihnen. Wie nett von ihnen. Warum füllen sie es nicht auf mit Brot? Hm. Das wäre mir eigentlich lieber. Wo gehen die jetzt hin? Achso, das sind jetzt die Haushaltsvorstände. Keine Ahnung, ob diese Bäcker wirklich was bringen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das so sonderlich effizient ist, was hier passiert. Hm. Nun gut. Was soll's. Stellen wir hier wieder noch ein Lager hin für... Hm. Für die Eisenmine. Ein kleines. Und damit sage ich mal... Oh, unser Krankenhaus ist fertig. Perfekt, da wird es auch ein weniger Kranke geben. Und eventuelle Krankheiten werden früher wieder entdeckt. Und geheilt. Sterben nicht so viele Leute und alle sind froh. Geht's euch jetzt endlich wieder gut? Euch muss es doch super gut geben. Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Hm. Hm. Nun ja. Die werden sich schon wieder kriegen, oder? Ihr habt alles, Mann. Ihr habt sogar so eine komische Statue. Was fehlt euch denn noch? Taverne habt ihr? Ach so, eine Bücher. Eine Bücherei habt ihr auch? Auch? Nee. Ihr habt keine Büchereien. Ja gut, die solltet ihr dann nachher noch kriegen. So, wir haben zu viel Holz. Das ist okay. So, aber wie das weitergeht, erfahren wir alles in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hamsterhausen wächst und gedeiht. Und bis zum nächsten Mal. Und das hört jetzt auch mit der Seuche. Na toll.